Gegner der sogenannten Vorratsdatenspeicherung argumentieren, durch das anlasslose Speichern sämtlicher Verbindungsdaten stelle der Staat seine Bürger unter Generalverdacht. Doch während die Vorratsdatenspeicherung nur unser aller Telekommunikationsverhalten aufzeichnen soll, geht ein von der EU finanziertes Forschungsprojekt bereits mindestens 5 Schritte weiter. Die Rede ist von INDECT. Und dieses Projekt haben wir uns für Sie einmal angesehen. Wer sich im öffentlichen Raum bewegt, wird beobachtet. Egal ob Fußgängerzone, U-Bahnhof oder Internet. Bislang wurden die Daten aus Überwachungskameras oder polizeilichen Ermittlungen in getrennten Schubladen aufbewahrt, ohne sie zu verknüpfen. Das soll sich nun ändern. Beim Forschungsprojekt INDECT tüftelt man an einer ganz neuen Qualität der Überwachung. Alle verfügbaren Quellen sollen zusammengeführt und ausgewertet werden. Das Ziel? Verbrechen bekämpfen und Gefahren vorbeugen. Kritiker wie Stefan Urbach von der Piratenpartei sehen jedoch in INDECT selbst eine Gefahr. Als ich das erstmal davon gehört habe, dachte ich mir, dass die feuchten Träume aller Überwachungsbefürworter damit wahr werden können. Denn INDECT ist so das allumfänglichste Überwachungsprojekt, das bisher geplant worden ist. Es ist eine Art Gedankenpolizei, die da entwickelt wird. Denn INDECT soll nicht nur die Realität beobachten, sondern auch Vorhersagen treffen, wie sich Menschen verhalten könnten. Was bei Großveranstaltungen sinnvoll sein könnte, um eine Massenpanik zu verhindern, wird im täglichen Einsatz auf den Straßen zu einem fragwürdigen Vorgehen. Eine der Firmen, die INDECT mitentwickelt, ist PSI in Berlin. Ihr Sprecher Carsten Pieschke weist die Vorwürfe einer Gedankenpolizei zurück. Das ist absolut nicht das Ziel, das wir als Teilnehmer in dem Projekt verfolgen. Uns geht es vor allem um die Sicherheit im Bereich ÖPNV, öffentliche Infrastrukturen. Es steht natürlich jedem frei, sich seine eigene Meinung dazu zu bilden. Aber ich denke, dieser Vorwurf ist über das Ziel hinausgeschossen. Zwar sollen mit INDECT auch Unfälle verhindert werden, zum Beispiel im Bahnhofsumfeld. Aber wenn es um Verbrechensbekämpfung geht, werden die Anforderungen schwammig. Auffälliges Verhalten soll vom INDECT-System aufgespürt und den Sicherheitsbehörden gemeldet werden. Die Definition, was auffällig ist, bleibt unklar. Was ist denn auffälliges Verhalten? Wer definiert dieses auffällige Verhalten? Das wird jetzt von Behörden definiert, die wir nicht demokratisch kontrollieren können. Selbst am INDECT-Projekt Beteiligte üben Kritik an dieser Vorgehensweise. Ich würde mir wünschen, dass man etwas konkreter kommuniziert, weil ich glaube, dass das die einzige Möglichkeit ist, Vertrauen zu stiften, indem man erstens transparent und zweitens konkret kommuniziert. Doch eben an dieser Transparenz mangelt es. Zwar wird mit Webseiten und Erklärvideos versucht, das Projekt der Öffentlichkeit vorzustellen. Aber an INDECT maßgeblich beteiligte Firmen wie der Videoüberwachungshersteller Innotech Data reagieren nicht einmal auf Interviewanfragen. Wasser auf die Mühlen der Kritiker. Ich befürchte, dass der Staat hingeht und uns zu überwachten Bürgern macht, zu komplett überwachten, dass jedes abnorme Verhalten, was auch immer das sein mag, geahndet wird, dass wir eine graue Masse werden, nicht mehr eine bunte Gesellschaft, wie wir es momentan sind. Ich denke, dass es wichtig ist, bei solchen Projekten genau hinzuschauen. Aber es ist auch wichtig, sich damit sachlich auseinanderzusetzen und konstruktiv darauf zu schauen. Lassen Sie uns doch die vorhandenen Technologien richtig und sinnvoll nutzen zum allgemeinen Wohl, statt sie pauschal zu verteufeln. Pauschal verteufeln. Überspitzt ist es genau das, was hinter INDECT steckt. In den Augen des Systems sind wir alle mögliche Verbrecher, die beobachtet und kontrolliert werden müssen. Doch selbst wenn INDECT nur ein Forschungsprojekt bleibt, die Überwachung wird weitergehen. Die alles sehenden Augen werden sich nicht mehr schließen. Es gibt ja durchaus Teilbereiche unserer Zivilisation, für die wünscht man sich bisweilen durchaus eine bessere Überwachung und Kontrolle. Finanzmärkte und Banken gehören dazu oder auch Butterfahrten.